Okay, Leute, heute werden wir etwas machen, und zwar, das ist etwas Neues. Ich dachte mir, wir machen heute was anderes, und zwar werden wir heute ein Quiz machen, der einem sagt quasi, also das Quiz. Wird einem quasi sagen, wie pervers man ist, und zwar werden wir Bilder sehen, und theoretisch sehen die Bilder nach etwas aus, und die Frage ist, was sehen wir zuerst, okay? Sehen wir etwas Normales zuerst, oder sehen wir etwas zuerst, was uns sehr dreckig erscheinen lässt? Also ich von mir selbst kann sagen, ich bin 0% dreckig, werdet ihr aber auch sehen. Ich meine, das sind 100%ig Busen auf dem Bild, keine Frage. Aber wenn man genauer hinschaut, könnte man Spider-Man sehen, 100%ig, aber nur, wenn man genauer hinschaut, okay? Also erstmal, das sind 100%ig Busen und vielleicht irgendwo zu 1% Spider-Man. Na gut, wie auch immer, Leute. Auf jeden Fall geht es darum, dass wir jetzt bestimmte Bilder bekommen und wir müssen sehen. Beziehungsweise wir müssen sagen, was wir sehen, okay? Also, die Frage ist, wie pervers bist du von der Skala von 1 bis 10 zum Schluss? Nachdem du das Video zu Ende geschaut hast, kannst du mir eine Zahl reinschreiben, okay? Von 1 bis 10, damit ich quasi weiß, wie pervers bist du. Keine Sorge, es bleibt unter uns, okay? Lass dir vertrauen, ich sag's nicht deinen Eltern. Vielleicht, wenn du nicht likest. Okay, Leute, wie auch immer, lass uns spielen und gucken, wie pervers wir eigentlich wirklich sind. Was siehst du zuerst? Sie ist nackt. Ist sie nackt? Sie ist nackt, oder? Ist sie nicht nackt? Okay, warte mal. Ein Mädchen mit kein Kleidung an? Ja? Ein Mädchen mit kein Kleidung an. Hä? Warte mal. War sie nicht nackt? Also jetzt mal ohne Witz. Hä? Ich glaube, sie war nicht nackt, Leute. Aber das war halt das, was ich zuerst gesehen habe. Deswegen, das ist halt das Ding, man muss ehrlich sein, okay? Okay. Man muss wirklich ehrlich sein. Was sehen wir hier? Ein Arsch. Was ist das? Oh mein Gott. Warte mal. Also man muss aber genau hinschauen, weil das Ding ist, das ist ihre Achsel in Wirklichkeit. Damn, ihre Achsel sieht aus wie ein Arsch. Stell dir mal vor, ihr könntet sagen, eure Achsel sieht aus wie ein Arsch. Ich meine, Respekt an das Mädchen, okay? Wirklich verdammt gut. Also, das war halt das Erste, was ich gesehen habe. Es tut mir leid, okay? Und das war das Erste. Es sah so aus, okay, wie auch immer, okay? Ich will nicht lügen, okay? Ich habe gesehen, ein Mädchen ohne Hosen. Also, ich weiß nicht, okay? Das Bild kenne ich. Das sind drei Schweine. Ja, okay. Hier, was sehen wir zuerst? Also, ich sehe quasi zwei Omas. Die haben quasi... Die sind nackt? Sind die nackt? Oder ist das... Nee, die sind nicht nackt, ne? Also, auf den ersten Moment hat man einfach gesehen, also diesen Hintern gesehen, so. Man sieht so ein bisschen aufgemalt aus, aber die... Das ist ein Stuhl! Ach so, das ist ein Stuhl! Oh! Okay, ich verstehe. Okay. Also, ich muss zugeben, ich habe als Erstes gesehen, dass sie quasi dort nackt waren, okay? Also, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Von der Skala von 1 bis 10, mindestens 10. Aber ich habe am Anfang nicht gesehen, dass es ein Stuhl ist, okay? Erst beim genauer Hinschauen habe ich gesehen, das ist ein Stuhl. Okay, ich habe gar nichts verstanden im ersten Augenblick. Also, ja, das sind quasi... Ja, nackte Hintern. Ja, okay. Ich muss ehrlich sein. Was? Oh mein Gott. Pack das Ding weg. Was würden meine Nachbarn sagen, würden sie das hören? Okay, ich habe etwas gesehen, das war nicht gut, okay? Ich will es aber ganz schnell vergessen. Und zwar, es ist zwar ein ganz normaler Sattel, Leute, aber sieht ein bisschen merkwürdig aus, okay? Wenn man aber berücksichtigt, sie fährt um den Fahrrad, sie will einfach ihre Zeit genießen, sie will die Sonne genießen, sie will einfach chillen, okay? Sie will nicht, dass Leute sie komisch angucken. Aber ganz ehrlich, man kann nicht nur komisch angucken, okay, Lady? Vor allem ganz ehrlich, meine, mit dem Rock ist es so unpraktisch, Fahrrad zu fahren. Immer wenn Frauen mit einem Rock fahren, dann müssen die immer aufstehen und irgendwie ihren Rock richten, weil irgendwie es die ganze Zeit zu hoch geht oder keine Ahnung, was da los ist. Aber deswegen lieber mit Hotpants als mit einem Rock, okay? Also das ist meine Meinung, aber je nachdem, wie man will. Aber ja, das war das, was ich zuerst gesehen habe, okay? So, es tut mir leid. Man muss ehrlich sein, okay? Was habt ihr zuerst gesehen? Oh mein Gott, was ist da los? Warte mal, das ist nicht... Okay. Was genau ist das? Leute, was genau ist das? Was genau ist das? Jetzt mal ehrlich. Das ist die Rutsche, ne? Das ist die Rutsche. Okay, es ist die Rutsche. Keine Panik. Also bei mir wäre das definitiv nicht die Rutsche. Aber bei ihm ist es die Rutsche, Leute. Hundertprozentig. Aber das war halt das Erste, was ich gesehen habe. Ich habe halt keine Rutsche gesehen. Man muss halt realistisch bleiben, okay? Man könnte jetzt sagen, ja, okay, es ist eine Rutsche. Rutsche anklicken. Aber was war das, was du als Erstes gesehen hast? Dachtest du am Anfang, okay, das ist eine Rutsche? Oder dachtest du am Anfang... Das ist keine Rutsche, das ist was anderes. Ein Typ, der ein bisschen aufgeregt aussieht. Hundertprozentig aufgeregter Typ. Definitiv. Was sehe ich hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott, pack den Drink weg. Pack diesen Drink weg, bitte. Pack einfach den Drink weg, okay? Und vor allem, was ist das für ein Bild? Was ist das für ein Bild? Zum einen, wieso hat das Mädchen ein Pimmel? Und wieso... Die sind besoffen einfach, die sind besoffen, richtig? Aber wieso ist ein 12-Jähriger bei einer besoffenen Party? Kann mir bitte jemand Sachen erklären? Oh mein Gott, dieses Bild ist verstörend. Alter Schwede. Pack den Drink weg. Ja, ein Mädchen, das hat was... Sorry, das habe ich zuerst gesehen, okay? Ich muss ganz ehrlich sein, Leute. Was tut ihr da? Hört auf damit!
hört auf damit. Hört auf damit. Ich versuche das Bild analysieren, so wie ich es nicht sehe. Es ist nicht so, wie man sieht, okay? Es ist anders. Es ist wortwörtlich anders, Leute. Es ist nicht so, wie man sieht. Nein. Nein. Oh mein Gott, ich bin überfordert. Okay. Nein, nein, es ist anders. Okay. Wir versuchen, ihre Freundin hochzuheben. Das ist kein Hochheben. So hebt man keine Person hoch, okay? Ja, es ist ein sehr merkwürdiges Benehmen. Oh mein, okay, das Bild kenne ich. Das Bild kenne ich. Eine Lampe? Wo ist denn eine Lampe? Ich dachte, das wäre ein Sektglas. Ich hätte nicht mal gedacht, das ist eine Lampe. Sorry, aber ich sehe auf jeden Fall mehr die Beine einer Frau als eine Lampe. Also, es tut mir leid. Es ist wirklich so. Also, würden die sagen Sektglas, würde ich Sektglas nehmen, aber ich sehe da keine Lampe. Ich weiß nicht, wo der Lampe ist. Also, keine Ahnung. Okay, okay. What? Oh mein Gott. Vor allem, sind das Brüste oder ist es ein glatzköpfiger Mann? Und das ist die Nase. Das ist Problematico, okay? Das ist sehr Problematico. Ich meine, ich habe zuerst Boobs gesehen. Und es tut mir leid, okay? Es tut mir leid, dass ich das gesehen habe. Es tut mir leid, aber es ist ein Mann mit einer Nase. Ein Mann mit einer Nase, nichts anderes, Leute. Was seht ihr da? Hä? Was siehst du da? Brüste? Meine Güte, bist du pervers. Zum Glück sehe ich keine Brüste. Ich sehe auf jeden Fall einen Mann mit einer Nase. Okay, kleiner Spaß. Ich habe Brüste zuerst gesehen. Ja, Brüste habe ich gesehen. Es tut mir leid. Calculating. Okay, lass mich sehen. Und hier habe ich abgeschlossen. Bestimmt null pervers, oder? 90%. Ich bin 10% unschuldig. Okay. Das ist echt sehr dreckig. Frage ist, bist du dreckig? Was hast du zuerst gesehen? Sei lieber ehrlich. Von der Skala von 1 bis 10, wie pervers bist du? Hast du schon einen Daumen nach oben da gelassen? Hast du in die Kommentare geschrieben? Hast du schon den Kanal abonniert? Wenn nicht, dann wird's. Du bist verdammt dreckig. Wusstest du das? Definitiv. Das wusstest du. Okay, Leute, wir haben aber das was für das Video. Es ist schon ziemlich krass, wie ich zu 90% dreckig bin. Ich meine, ich hätte es nicht erwartet. Aber wie dreckig bist du von der Skala von 1 bis 10? Sei aber ehrlich. Wie viele hast du? Also, ich meine, ich glaube, es waren 10 Bilder, glaube ich. Oder wie auch immer. Und so kannst du ungefähr abschätzen von der Skala von 1 bis 10. Also 10 ist quasi sehr, sehr dreckig und 1 ist 0 dreckig. Sei auf jeden Fall ehrlich, okay? Sehr ehrlich. Wenn du von sowas lassen nach oben da, falls du es geschafft hast, schreibe dreckig in die Kommentare. Obwohl, nein, schreibe von 1 bis 10 in die Kommentare. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye, bye. Danke für das Anschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal einer meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts, also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Anschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.